So, Roland, jetzt schauen wir mal, dass wir unseren Riesling mal runterkriegen in dem Tank. Ja, das. Wir werden jetzt den Tank 4 dann auf jeden Fall nehmen und mal anschließen. Oben läuft ja der Hefefilter schon. Genau. So, da und haben wir das Pröbchen. Genau. Und da mal, das ist, wo wir angeschlossen haben, da kommt das jetzt gleich runter. Da, gell? Kommt das jetzt gleich runter, darum müssen wir uns jetzt ein wenig sputen. Ja. Du reichst mir jetzt am besten gleich einmal den Schlauch, machen wir als erstes und dann werden wir das Türchen einhängen. Ne? Okay. So, als erstes machen wir den Tank zu. Sauber gespritzt hast du ihn ja schön. Ja, habe ich gemacht, vorhin schon. Ja? Hast du ja vorhin den Auftrag wie schon gekriegt? Wie du Mittag gegessen hast, habe ich das sauber gemacht. Genau. So, den Hundskopf da, den hängen wir jetzt da oben rein. So, nicht, dass wir fallen. So, Roland, dann bräuchte ich das Türle noch. Ja. Boah. Boah. Wenn schwer? Ja. So. Soll ich heute helfen, oder? Nee, das kriegen wir schon. So, super. So, jetzt haben wir die Sache gemacht. Siehst du? Super. Und jetzt wird er da reinlaufen. Dann schauen wir mal, wie der Traubensaft dann wirklich filtriert ausschaut. Wir haben ja unser Mustergläschen dabei, wie er davor war und wie er danach war. Genau, und dann können wir gleich kontrollieren. Schön sieht man jetzt hier die vielen Schläuche und Armaturen an den Tanks. Also ja, ich sehe schon, es ist alles gekühlt, alles Ding. Also man kann jetzt wirklich mal sagen, für alle Goethe-Fans unter uns und alle ja, Liebhaber von romantischen Episoden, die noch immer glauben, man ist in der Toskana und stampft den Wein so. So ist es nicht. Das ist alles steril, alles straight, da wird alles kontrolliert. Da wird einfach auf alles geschaut und das ist schon beeindruckend, muss man echt sagen. Wie viel Technik einfach auch zur Hand kommt. Das ist schon beeindruckend. Das ist das Schöne jetzt, jeder Winzer und jeder muss seine Stilrichtung finden und muss dementsprechend eben die Weine dann auch machen. Und es sind halt einfach so viele Möglichkeiten, die uns mittlerweile ja, gegeben sind und die muss man dann einfach wirklich nutzen. Also die Frage, die ich mir jetzt stelle natürlich, wenn man das alles so sieht, als sage ich mal, als wirklich Laie, was Weinbau und so betrifft, aber schon auch als Kenner von Weinen, denke ich mir, ist ziemlich schwer, sozusagen die Waagschale zu finden. Wie viel Technik nehme ich, was nehme ich in Anspruch und wo gehe ich hin, damit ich meine Authentizität bewahre, um das Produkt nicht zu sehr zu stylen und zu fälschen. Ich denke, dass das mittlerweile eine sehr, sehr große Problematik geworden ist, oder nicht? Findest du nicht? Mit Sicherheit. Jeder irgendwo findet seine Richtung. Ne? Jetzt halt wie wir extrem frisch, extrem fruchtige Weine. Du hast ja wieder deinen Temperaturfühler. Schau mal, was so die Temperaturen von den Tanks eben so ist. Ob das übereinstimmt mit den Aufzeichnungen auf dem. Naja, ein Grad. Oh, Grad. 14, 13. Also je nachdem, was man eben gerne möchte, Roland. Ne? Aber da stimmt es gar nicht. Schau mal, da sind wir auf 22. Und da so, steht 14. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da sind wir auf 20 Grad und da ist 14. Und wie weit ist er? Aber kalt, kälter wie 20 Grad ist er. Ja. Okay, der Tank ist nicht ganz voll. Wie sieht es unten aus? Aha, jetzt haben wir auf 14. Ne? So ist es. Also das braucht, das ist nämlich jetzt ein Wein, schau her, der ist jetzt erst in Bewegung. Der fängt erst das Gären an. Den haben wir jetzt vorgestern gelesen. Heute früh ist die Hefe reingekommen. Und von der Seite her fängt er jetzt erst an. Darum zeigt er jetzt da unten 14 Grad und da oben ist auch wärmer, wo die Hefe, weil jetzt halt einfach noch keine Zirkulation da ist, ne? Weil die Gärung noch nicht voll im Gange ist. Und wenn die dann voll im Gange ist, dann wird die Wärme, die fällt dann, oder die, ja, das zirkuliert dann eben durch die Gärung und dann haben wir dann irgendwann die gleiche Temperatur.